Ja, Leute, herzlich willkommen zum nächsten, ich reagiere auf meine alten Videos Video. Also besser gesagt, ich mache einen Kommentar zu meinem alten Video, ne, weil Reaction, ihr wisst ja, Cam fehlt zum Beispiel. Wir machen weiter bei Ark, und zwar aus dem Grund, da muss ich erstmal wieder, ne, ein kleines Vorwort nehmen, wahrscheinlich sogar ein längeres. Und zwar einfach aus dem Grund, weil Ark ist tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht, Älter ist Alive, nee, doch, das ist, wusste ich schon, dass es Älter ist Alive ist, aber dass es jünger ist als The Game, das hatte ich nicht mehr so im Kopf. Ich hatte im Kopf, dass Ark relativ zeitgleich mit The Game bei mir war, aber ganz im Gegenteil. Also Ark kommt erst nach der 16. Folge oder so. Richtig krass, hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Das ist echt interessant, die alten Zeiten so durchzugehen. Mal gucken, wie viel Fails ich in dem Video habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Grafik ultra schlecht war, ich das Video überhaupt nicht feiere, aber immer noch online habe. Es einige gibt, die das echt cool fanden. Also ich muss sagen, was ich eben nicht verstanden habe damals, das müsst ihr euch erstmal so vorstellen. Bei The Game habe ich mir gedacht, okay, ich habe ja letztendlich schon Level 50, ne? Ich habe schon was zu zeigen. Ich würde doch niemals The Game als Neubeginner-YouTuber von Anfang an quasi hochladen, weil ich mir denke, das könnte jeder machen. Bei Ark aber wiederum habe ich nichts Besonderes zu bieten. Wisst ihr, was ich meine? Ich spiele einfach lokal. Ich bin komplett der Noob, ich kenne mich mit dem Spiel nicht aus. Das sind wirklich eine meiner ersten Stunden Ark, die ich hier aufgenommen habe. Ihr wisst, wie frustrierend das mit anzusehen ist. Ich meine, ich bin nicht der beste Ark-Spieler. Gerade PvP bin ich nicht so bewandert, aber ich weiß ungefähr, was Meta ist und bla, mit meinen ganzen Kumpels, ne, die haben da Ahnung. Aber so PvE-mäßig, da kenne ich mich eigentlich relativ gut aus. Ich meine, ich kann allein Titano-Zähmen hier, ne? Hallo? Ein Titanosaurus. Aber auf jeden Fall, da war ich ein absoluter Bleb. Keine Frage. Das kann man immer komplett kritisieren und dann drüber lachen. Aber ich glaube, ich verhalte mich nicht allzu bescheuert. Hoffe ich. Aber ich habe mich auf jeden Fall der gestandene Kevin genannt. Ich habe es mit Humor genommen. Nee, aber wisst ihr, ich habe bei Ark mir nicht gedacht, ja, ich habe irgendwas Besonderes zu bieten. Ich kann, keine Ahnung. Ich habe dies und jenes schon geschafft und kann es euch zeigen. Nee, ich beginne einfach lokal mit keine Ahnung wie viel Abonnenten. Arg, also irgendwie habe ich mir dabei nicht viel gedacht, weil ich meine, das kann ja jeder. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich nicht wirklich was Besonderes zu bieten gehabt. Jeder kann lokal anfangen als Anfänger. Aber trotzdem haben sich's damals schon irgendwie über 5K angeschaut in kurzer Zeit. Das fand ich damals so den Wahnsinn. Also Arg ging damals auch richtig ab auf einmal. Also das, ja, verstehe ich nicht. Jetzt ist auch 19K Aufrufe auf ein Video, wo ich sagen muss, das ist. Würde ich eigentlich am liebsten privat schalten. Apropos privat schalten, da habe ich letztens auch was gelesen. Es stimmt, ich habe eigentlich noch ältere Videos, vor allem bei Bram Carnage, aber ich möchte nicht vor die Grenze von Jurassic World The Game Part 1 gehen, eigentlich mit den Reactions, weil da sind wirklich Videos dabei, ganz alte, die sind nicht gut. Wirklich überhaupt nicht gut. Ich hoffe, da verzeiht ihr mir, dass ich da euch ein bisschen was vorwegnehme. Das erste Bram Carnage Video möchte ich zum Beispiel auch nicht anschauen. Na gut, ich hoffe trotzdem. Ihr freut euch jetzt auf dieses Video. Ich weiß, Thumbnail und der Banner, alles an sich ist schrecklich. Ich weiß, ich weiß. Muss ich irgendwie mal besser machen zukünftig, aber aktuell, sorry, geht nicht besser. Gut, wir fangen mal an, sonst dauert es ewig. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Spiel, einem neuen Projekt, somit auch. Ich hoffe, ich bin jetzt Ich diesmal bin lauter. echt Letzte richtig Folge war es begeistert von nämlich dem Spiel, hab leiser. richtig Bock, es zu Let's Playen, würde ich fast schon sagen. Es wird ein wirkliches Let's Play wahrscheinlich. Ja, aber nicht nur wahrscheinlich, Und es wird ja, das eins. Spiel nennt sich Ark Ark. Survival Oh, Evolved. das alte Ark Und noch. das ist Seht ein ihr euch das? Survival-Spiel. Also sozusagen Pachtziehverlust, da was Minecraft Real Life rausgekommen. Oh mein sozusagen ein Gott. bisschen, aber mit Dinosauriern. Sattelplattformen sind Und neu somit ist gewesen. es halt für mich interessant einerseits, weil es passt zu meinem Kanal. Ich bin ja eigentlich ein Dinosaurier-Kanal, spiele ja Damals Minecraft das schon, Ganze. ja. Deswegen ist es eigentlich ziemlich Ja. cool. Oh mein Gott. Ich Und glaube, damals hatte ich schon die ja, ich hoffe, 1K, ihr ich bin mir bleibt nicht bei dem sicher. Spiel dabei. Also auch die, die jetzt Jurassic World gesehen haben, denen müsste das Spiel gefallen. Jetzt erstmal noch ein paar technische Daten zu dem Spiel, nämlich. Technische Daten, Das okay. Spiel ist relativ neu, deswegen hat es auch die Unreal Engine 4. Und das Problem ist, da meine Grafikkarte keine Ja. High-End ist, Es lag nicht nur daran, dass meine ist Grafikkarte das nicht high-end ist. Das Spiel, wie soll Spiel ich ist nicht sagen, gut optimiert. Das nur wissen wir 30 FPS alle. erstmal. Ich werde es nur 30 FPS rendern. Das ist mir schon mal klar gewesen anfangs, weil ich werde in-game eh nur zwischen Das war so 30 und animierte Intro, 24 seht ihr haben. Das ist ein das? Das bisschen vermisse ich scheiße. so. Deswegen Das war so daran, weil ich die Grafik schön. für euch schön eingestellt habe. Hier sieht man es. Hier, das habe ich Low Post-Processing, hat ja leisen. Jetzt will ich gar Schön in nicht Keramikshadows brauchen wir nicht. Anführungsstrichen. Wir brauchen nur Also das ist schön, was Generalshadows damals und ging mit Richtung. meiner Den Rest habe ich auf 750 Medium. Ti. Und die Texturen habe ich auf Hoch sogar. Obwohl eigentlich empfohlen wird, dass man für Hoch eine 79 braucht. Ich habe mich jetzt eher bei der GTX 77 orientiert.
Die Resolution, also die Pixelrate, habe ich sogar auf Full, die wäre sonst nur auf 70%. Ja, ich habe die Grafik in Anführungsstrichen dafür, was ich kann, schon relativ hochgeschraubt. So 30 manchmal haben. Aber hätte ich also heute nicht mehr gemacht. Ich wäre heute auf Performance gegangen. Aber ist wie bei den großen YouTubern, denn bei den großen spielen nämlich auch. Ja, so, deswegen, ich habe ja Konkurrenz. Bevor wir loslegen, dass es bei denen viel besser aussieht. Zusammenschnitt auch gleichzeitig werden. Ich glaube, das war auch ein bisschen klar, weil. Ach, ich habe damals arg gecuttet, stimmt. Sau lang warten muss. Oh mein Gott, stimmt. Immer. Da war ich so motiviert, Leute. Aber heutzutage, das kann ich nicht mehr bringen. Ich will trotzdem euch nichts vorenthalten. Das heißt, ich werde das Wichtigste immer zeigen. Eigentlich müsste ich mir selber mal die ganzen alten Arc-Folgen angucken. Ich habe da teilweise, weiß ich, noch sehr viel Zeit rein investiert. Für damals halt. Meine Zuschauer, also ihr solltet da schon das meiste sehen. Ja, das ist das Interessanteste. Lass ich die auch gerade im Hintergrund laufen. Ja, die Musik ist echt nice. Das finde ich bis heute. Ja, ich werde einen Dedicated-Server machen. Und ja, das heißt, irgendwann im Projekt kann einfach mal ein Freund von mir einfach mal so mitspielen. Das werde ich auch versuchen zu schaffen. Ich lasse die Lautstärke und mal. Ja, dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Also Junge, mein Mikro, ich die ganze Zeit so Spiel, aber der mach, Rest aber das mache ich heutzutage auch noch. So, jetzt sind wir auch schon im Ladescreen. Oh, ein Cut. Das ist ja was ganz Neues. Das mache ich heute gar nicht mehr. Ladescreen ausnutzen und somit euch was bisschen was zum Spiel erzählen, nämlich das Spiel Ladescreen ausnutzen. Sehr realistisch wirken. Also da muss man auch echt das erstmal, ich hab schon Jurassic World gesagt, echt Lob an die Entwickler. Jeden Tag kommt echt ein Update raus für das Spiel, Performance-Update. Irgendwie werden neue Dinge. Ja, damals gab es echt immer neue Updates, aber Performance-Updates würde ich es mittlerweile nicht mehr nennen. So Kärtchen, Steckbriefe von diesen Tieren, und das finde ich halt mega geil gelöst, weil wenn du einen killst oder zähmst, das ist es, man kann nämlich Dinosaurier zähmen. Das ist aber heute, das ist aber nicht mehr so leider. Cool, das weil dann kannst du einfach das Dossier so bekommst. Mit den reiten und das Ganze. Und wir werden als neuer Mensch beginnen und ja, dann sehen wir uns auch gleich in-game und dann werde ich noch ein aber paar. Aber ein Dossier, den kriegst du ja leider nicht mehr, erzählen. Wenn du Leute, wenn du Saurier umbringst und zähmst. Ein bisschen schade, ich finde es wieder nur. Realistisch wirken, deswegen sind die meisten Dinosaurier nach den neuen Rekonstruktionen. Will selbst realistisch wirken. Obwohl er auch in dem Spiel nicht korrekt dargestellt wird. Das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr so. Also Ark ist absolut Sky-Fi, muss man sagen. Die Viecher sind so groß, sehen so aus, wie sie wollen. In dem Spiel sieht der meiner Meinung sind komplett nach eher nach einem Drachen aus. Und der Tyrannosaurus, wer jetzt gedacht, ist sau overpowered und zu groß. Aber wer hätte es gedacht, ja. Ja gut, overpowered. Ja doch, damals war der Rex schon ziemlich krass, glaube ich. Tieren. Ja, das finde ich gut, dass sie dann nicht als Schwaches. Ja, alle waren useful. Ich war damals schon so ein bisschen, bisschen Fanboy beim Spino, das habe ich mich immer so aufgeregt, aber mittlerweile war es okay. Oh mein Gott, wie es laggt. Du musst ihn jetzt umbringen, um einen neuen zu erstellen, ja. Das Coole im Spiel ist, man kann sich einen eigenen Charakter erstellen. Aber ich erkläre wieder alles. Man könnte sich einfach den bescheuertsten, unrealistischsten Menschen erstellen. Aber ich will jetzt einfach... Ja, No-Neck. Ja, gibt's schon. Keine Ahnung, ja, machen wir so einen langen Hals. Wir nehmen mal. Ja, ich habe da, glaube ich, ziemlich normal erstellt. Die Schultern sollten schon ein bisschen kräftiger aussehen. Ein bisschen kräftiger. Ich werde jetzt ein bisschen vorcutten wahrscheinlich, also. Ein bisschen zu große Beine, würde ich mal sagen. Ja, damit bin ich zufrieden. Es sieht jetzt sehr. Beine, Alter. Mach ich erstmal so einen Humor-Cut. Aber. Yikes. Passt. Ja, North Zone ist scheiße. South. North Zone. Nehmen wir mal hier die South. Damals stand aber noch nicht da, welche Region einfacher ist. Wie nennen wir uns denn? Kevin. Das weiß ich noch. Kevin. Yikes, Alter. Alter, was ich für Cuts gemacht habe. Holy shit. Seht ihr das? Das ist Humor auf ersten... Ich könnte zwar mit einem Befehl auch wieder Tag machen, aber... Darauf habe ich keine Lust. Man sieht, ich habe nee, da habe ich keine Lust. Ich cheat doch nicht, Jungs. Also da gibt es ja so YouTuber, die das getan halt, haben. Auch Spaß beim Zuschauen, Alter, dafür ist halt das fand ich absolut krank. Ein Arc-Cheaten auf Online vor allem. Naja, ja, you're cold. Das ist ein bisschen doof jetzt. Also, wir sind jetzt hier Kevin, Level 1 und... Oh, das ist jetzt ungewollt. Ich habe jetzt irgendwie Equip in meinem... Das sind Skins. Das habe ich damals so nicht gecheckt. Ist es so gewollt, dass man das anfangs hat? Das habe ich damals null gecheckt. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe das jetzt irgendwie... Das sind Skins, das habe ich null gecheckt, also, Leute. Sorry. Ach so, das ist für meinen Dinosaurier. Für einen Parasaurolophus anscheinend. Naja. Ja, das gut, der Hunter hätte nicht. Das andere. Einfach mal Holz holen. Halt wie in Minecraft. Scammer habe ich nicht hochgestellt, sag er mal. ja, bitte nicht. Ich habe halt echt Schiss, dass das Spiel jetzt durchgehend laggen wird während der Aufnahme oder irgendwie so Einbrüche hat. Weil... Die alten Soundeffekte, hört ihr das? Gestartet hab. Aber es scheint im Moment zu funktionieren. Der Baum hält ganz schön viel aus. Das Doof ist nämlich, ich verliere Leben.
Ist ja logisch, wenn ich hier die ganze Zeit meinen Arm drauf hau. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Und man sollte immer bei hier Büschchen... Ich hatte damals alles mal eins. Lokal. Controller, absolut. Ich weiß nicht, welche Taste ist. Das ist auf jeden Fall einfach hier. Aber ich glaube, ich habe gegenüber anderen YouTubern sogar schon geschafft, in den ersten Folgen was zu zähmen. Ich glaube, nicht in der ersten, in der zweiten halt. Und hier den nächsten Baum. Der kriegt das Game halt so. Ich sollte mal auf mein Leben achten. Die gehen schon ganz langsam runter. Oh mein Gott, die Katz. What the fuck? So. Au, 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 au. Level-Ups sind sehr wichtig, denn... Oh, gehe ich jetzt hier auch noch down? Nee, oder? Das überlebst du schon, mein Freund. Ja, mach dir eine Spitzhacke, Kollege, komm. Ich hoffe mal. Alter Schwede, ich finde es gerade mit den Cuts voll nice. Oh Mann, ich muss jetzt mal ein bisschen regenerieren. Oh Mann. Wir können auch nur eine gewisse Anzahl an Sachen tragen. Oh, hier liegen Steine. Die sind wichtig. Nee, das sind doch nur so Effekte. Da vorne sind Steine. Dann ist hier Kevin. Und hier seht ihr meine Stats und da können wir jetzt was upgraden. Ich finde, anfangs sind die Leben sehr wichtig. Ja, und wait. Ich denke aber gerade nach. Falsch. Fehlinformation. Nee, Damage richtig nicht. Wait, Fehlinformation. Nee, Damage ist nicht so wichtig, weil ich meine, wenn wir schon unseren ersten Dilophosaurus gezähmt haben, weil ich habe so eine gewisse Reihenfolge in meinem Kopf, was wir machen werden, dann lohnt sich das nicht mehr. So, auf jeden Fall den Speer. Okay, wenn wir den Speer jetzt haben, ich denke gerade nach. Ich habe Hintergrundmusik an. Nee, Camping Fire ist wichtig. Das ist auf jeden Fall Gott, ich habe im Hintergrund so Minecraft Hintergrundmusik so drin. Holy shit, stimmt, ich erinnere mich. Alter, keine Ahnung was. Auf jeden Fall können wir jetzt gemacht. Sachen craften, die wir rausgefunden haben. Ja, Ark habe ich absolut mein inneres, wie sagt man? Und der Speer. Meine ist auch innere getroffen. Innovativität rausgelassen, keine Ahnung. Nehmen wir mal. Weiß ich, Hunger. Mein inneres Kind, keine Ahnung. Oh. Ich schnapp mir mal lieber schnell ein paar Steinchen hier noch vom Strand. Ja. Yikes. Interessant, ich habe gerade hier hingekackt. Nehme ich mal mit. Das sollte man nicht essen, nur mal so. So, ich glaube, ich habe jetzt schon ziemlich Alter, viele Steine gesammelt. Oh ja. Holy shit. Ich habe erst arg bei jemandem gesehen, wo das hier eben aus Spaß gemacht wurde, weil er so schlecht war. Und wenn ich jetzt ehrlich bin und meine erste Folge mir angucke, wirkt die gar nicht mal so schlecht bisher. Muss ich ehrlich sagen. Die Sättigung ist vielleicht bin ich gerade ein bisschen arrogant, aber ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Holy shit. Mal schnell futtern. Welche Bären wir nicht essen sollten, sind die Narko-Bären. Das sind Alter, der Typ hat Ahnung. Das Blöde ist, die gehen in 7 Minuten down. Das heißt, wir sollten sie... Ich kenne mich aber mit Sam noch nicht aus und mit dem ganzen Late-Game, aber Early-Game habe ich so ein paar Sachen, weiß ich schon. Denn du musst diesem Tier... Ich weiß sogar schon, was geben, dass es dann auf dich irgendwann hört. Es dauert auch noch. Aber Downschießen war ich schlecht. Irgendwas war ich schlecht an. Ich weiß noch. Dass er nicht irgendwann wieder aufwacht, weil du hast ihn nämlich... Du musst ihn erstmal K.O. schlagen davor. Ja gut, Gamma hätte ich echt hoch machen sollen. Es ist super dunkel. Tieren ist halt das Doofe. Da kannst du jetzt nicht einfach mit der Hand vorgehen und ihn K.O. schlagen. Da brauchst du schon Giftpfeile, Steinschleudern. Da gibt's... Ja, klar. Gibt's halt ja. Gewisse Waffen, die du dafür brauchst. So. Wir haben ganz schön viele Steine. Was? Ey, wie schnell kriege ich denn Hunger? Junge, rast nicht gleich so aus. Sollen wir hier ein paar wieder ein bisschen was holen? Narkosebären sind jetzt nicht so geil. Ich würde nämlich sofort ein Camping. Nee, Campingfeuer noch nicht. Das sollten wir erst dann irgendwo setzen, wo wir es auch brauchen, weil die Sache ist, die wir können es nicht mehr mitnehmen, soweit ich jetzt weiß. So. Nee, das ging nur mit NS Plus Sachen, dass man die mitnehmen kann. Gut. Oder wenn man es nicht lang genug nutzt mittlerweile. Das ging damals noch überhaupt nicht. Schönes. Flint brauchen wir. Dafür haben wir die Spitzhacke. Alter. Oh Mann, ich glaube, wir sollten das Ganze so dunkel. Ja, komm, denk mal an deine Zuschauer, die wollen noch was sehen. Ich glaube, da ist ein Stein. Ja, ich hätte Gamma machen sollen. Aber ich glaube, den kann man nicht abbauen, ne? Ja, okay. Vorführeffekt. Das wusste ich noch nicht. Okay, raus aus dem Wasser. Ja, nee, das wusste ich noch nicht. Da war Vorführeffekt. Die Map kannte ich noch nicht so gut. Ja, es wäre gut, wenn ich mal irgendwo einen Stein finden würde. Base, wie sagt man? Level up is available. Yay! Mit den Basissachen kann ich mich gut aus. Du hast schon wieder Hunger, das gibt's doch nicht. Food werde ich ganz sicherlich nicht upgraden, deswegen. Ich denke gerade nach, sollten wir. Wait. Oder Movement Speed. Speed ist nicht wichtig. Wait, Movement Speed. Moving Speed ein wenig. Moving, ja, komm, mach Moving Speed, Mensch. Ich denke gerade nach. Und natürlich Weight, also das heißt, dass wir auch mitnehmen können. Das ist super wichtig. Auch wichtig. Absolut, richtig erkannt. Richtig erkannt. Das ist sehr, sehr schwer. Ja. Aber ich würde mich. Ja, doch nochmal für Leben entscheiden. Ja, ich weiß nicht, ich war damals so voll der Health-Typ, aber da habe ich dann gemerkt, das ist so wenig, was man kriegt. Man kriegt immer 10 HP, das ist 10 Weight, das macht viel mehr aus als 10 HP so. Also, ich weiß nicht, oder wir nehmen uns für ein kleines Häuschen etwas. Stimmt, ich glaube, ich habe schon ein Haus gebaut, ich bin mir nicht ganz sicher.
Alter, ich finde das gerade voll interessant. Wochendor. Achso, das ist dann die Tür für das. Ja, genau. Ich denke gerade nach, sollen wir uns die Rüstung anschauen? Ja, schaffen wir uns erstmal die Rüstung an. Das ist wahrscheinlich das Wichtigere. Was ist das? Notes. Ja, das braucht man nicht. Oh Mann, oh Mann. Hatchet. Ich weiß nicht, sollten wir die Axt mal nehmen? Ja, absolut. Okay, ich nehme auf jeden Fall. Nee. Oh, so viel Punkte. Okay, dann spare ich. Ich spare jetzt. Nein, die Axt. Du brauchst essen, Holz. Wir müssen essen. Oh shit, ich habe ja kaum etwas. Es sind Berries bringen nichts, das wusste ich noch nicht. Die Kacke werde ich ganz sicher nicht essen. Kann ich wieder hinschmeißen. Also wusste ich noch nicht. Oh, ein Dodo. Also entweder killen wir den jetzt. Oh lol. Entweder killen wir den jetzt oder. Was wir auch machen können, wir können ihn zähmen, aber dafür haben wir zu wenig Früchte. Ja, mal 1 Multiplikator. Ich meine, den haben sie damals irgendwann mal 2 gemacht offiziell und das machen sie jetzt wieder. Es wird jetzt wieder alles mal 2 gemacht in Ark. Das ist voll krass. Können wir ihn nämlich zu Tode kloppen. Ja, gut, jetzt kriegen wir halt mehr Fleisch. 3 Fleisch. Also, mal 1 war damals der Wahnsinn. Wie gesagt, die haben es jetzt mittlerweile schon 2-mal verdoppelt. Also quasi mal 4 ist jetzt standardmäßig. Also, ich glaube, das ist seit neuestem auch nochmal, nämlich mal 2 gekommen ist quasi. Oder das ist wirklich krank. Die Standardmultikatoren und Arcs sind viel zu dumm gewesen. Oh man, dann hole ich mir schnell Früchte. Weil ich möchte das Fleisch jetzt ungern roh essen. Erstens verliert man dann Leben. Und zweitens, ich könnte... Arc hat sich damals so cool angefühlt, weil ich noch nichts Dingens wusste. Wisst ihr, so eine riesige Welt, die man erforschen konnte. Ich meine, es ist immer noch so. Aber ich wusste halt wirklich gar nichts. Sättigung wieder zurück. Komm, schnell. Ich kann gerade nicht viel sagen, weil ich finde es echt. Ich aber hier sind bin ehrlich, also bis auf dass es lag und die Grafik scheiße ist, finde ich es gar nicht so uninteressant. Weil Wasser ist. Weil ich muss bin ich schon Level 15? Stein. Krieg ich das grüne ich Ding? Ich bin so dumm, hier sind doch Steine. Okay. Hier sind Steine, so. Gut. Aber wie gesagt, generell, ich weiß nicht. Und jeder hat dann auch noch eine gewisse Fleischart, die am meisten gefällt und das Ganze. Dann damit ist dann auch beim Zähmen die Effektivität höher. Naja gut, ich meinte jetzt eher, dass Filet halt existiert. Meinte ich eher. Oder dass manche Fisch mögen. Ich weiß nicht, sollten wir ein Dodo gleich zähmen? Oh, er hat gerade seinen Schwanz bewegt. Ich würde sagen, wir kochen jetzt erstmal hier. Braten. Teil. Level 15 habe ich noch nicht. Ein Subli-Crate, anscheinend, ich brauche Level Subli, Alter, Subli. Ich schätze mal, das sind irgendwelche Sachen. Naja, ist heutzutage immer noch so. Ich spreche manche Sachen echt komisch aus. Oh, sind die Lofo? Sind die Lofo? Ja, Kollege. Ich würde sagen, wir stellen hier unser Lagerfeuer auf. Ich check's nicht. Ich check aber nicht, dass ein Dilo ist. Neues wieder machen. Hier, Craft Ables, Lagerfeuer, Craft. Oh, wir können uns, wie viel kostet das? Hört ihr im Hintergrund den Dilo? Ja, da haben wir genügend. Machen wir uns auch gleich mal Rüstung. Bin ich taub, hallo? Das ist wichtig. So, wir haben jetzt... ein Lagerfeuer, wo platzieren wir es denn? Dodo, wo bist du? Du sollst mal hier bleiben, ich will dich. Ja, doch, ich will dich. Da, Scheiße, ein Dilophosaurus. Fuck. Ich höre ihn die ganze Zeit. Ja, das war schon gefährlich, ohne Speer. Tetsch. Nein, was mache ich? Hier. Okay, fuck. Das ist natürlich jetzt scheiße. Ja, wie wär's, wenn du dir die Armor anziehst? Jetzt mal. Oh. Okay, 12 Points, was machen wir? Hatchet. Und den Rest hebe ich wieder auf. Oh Mann. Das ist wichtig. Damit können wir nämlich so anziehen. Damals musste man das noch draufziehen. Holy shit. Damit können wir uns nämlich dann Wasser mitnehmen, weil wir müssen natürlich auch was trinken. Sonst müsste ich immer ins Wasser gehen und jetzt füllt sich unser Getränk, Trinkding da. Oh, ein Kohlen kann ich killen. Der ist. Ja, okay, ich gehe da lieber nicht weiter rein. Da drin können Megalodons sein, also Riesenhaie. dann können da Piranhas sein. Am Strand da. Ich muss mich vom Dilophosaurus entfernen. Der ist gefährlich. Teilweise waren die Megalodons echt komisch gespawnt. Oh, ich hab's gar nicht angemacht, das Feuer. Ja, ich bin echt schlau. Ja, echt schlau. Hab's von aber nicht gar nicht angemacht. Grüne Ding nervt, weil wegen dem grünen Ding lag ich jetzt. Ja, diese ganze Reflexion, ey. So. Wenn man von Reflexion sprechen kann. Ja. Jetzt ist ein Kano, oder? Okay, das reicht schon. Dodo? Ich hab's gerade nicht ganz gesehen. Dodo! Doch, da hinten ist, glaube ich, ein Kano. Ey. Nein! Nicht ausmachen. Nein. Lightfire. So. Oh, es reicht sogar. Naja. So, ja, nimm dir das Fleisch jetzt. Gönn's dir. Oh ja. Ach, wie ich immer E drücke. Ich verwechsel immer nicht. Ich kann einfach F drücken. So. Jetzt haben wir nämlich hier Fleisch. Da essen wir gleich mal ein Stück. Das regeneriert nämlich massenhaft mehr.
Ja, was ist denn das? Ein Viertel, eine Menge. oder? Das Was heißt, das ich glaube, wir macht? sollten den jetzt hier auch nochmal killen. Oder ist es sogar mehr geworden? Oh doch, Mittlerweile doch, ist es doch doch. auf Da sind 40 oder so. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. sollen wir dich. Ja, wir haben zu wenig Bären, sorry. Ich Okay. töte ihn aber mit meiner Sorry, Spitzhacke, Logo. ey. Musste leider sein. Alter, diese Multiplikatoren, die da. Das ist echt der Wahnsinn. Hopp. Kann ganz schön hoch springen, das ist krass. So. Immer eh gedrückt Wo haben wir halten. es denn? Hier. Ja, ordentlich am Fisch. Fleisch farmen, der So. Kollege. Nice. So. Da ist Naja, ein so viel Kano, regeneriert das Fleisch ja. jetzt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall genügend fürs Erste. Bin ich Gut, Speere blind? brauchen Ich wir. realisiere es Holz in einfach der nicht. Dilophosaurus kommt auf uns zu, glaube ich. Ja, und der Kano. Ja, Scheiße, doch da hinten jetzt. ist ein Carnotaurus, kann es sein? Ja, kann ich. Oh Ich ja, glaube, ich muss Carnotaurus, nicht das noch ist andere natürlich Viecher dann mit schon ein Hörnern. bisschen gefährlicher. Ja, Oh ein fuck, bisschen, aber weil den kann es man ist nicht ganz normal, umbringen dass man allein ganz oft so. in dem Spiel Nicht mit stirbt. dem. Man muss nämlich beachten, das Spiel funktioniert so: Man behält sein Level, wenn man stirbt, verliert nur seine Sachen. Ja klar, man muss sich wieder Sachen farmen, aber man hat halt noch den Level und noch die Ich habe das sehr ganzen optimistisch gesehen, ne? Crafting-Rezepte. Weil wenn man Das ist, raustiltet, war Ark finde für ich, einen ziemlich gut überhaupt gelöst. nichts. Ist in jedem Survival-Game ja Oh irgendwie ja, so, warte, ne? muss mal gucken. Dass wenn Können wir man, jetzt Speere sag ich machen? jetzt mal, Nur einen, sehr leicht sorry. tiltet, ne? Sehr leicht Holz. ausrastet, wenn Mann, man wir brauchen so stirbt, viel dann ist Holz. es für einen Weil nichts. Speere Bei sind Ark echt hat mich das irgendwie wichtig. nicht so krass interessiert, wenn Die ich sind sterbe. eine Es gute war okay. Waffe. Ich bin damit So, klargekommen. und ich spitzhack mal auf die 3. So, mit dem Speer kann ich jetzt den Dilo eigentlich Dann umbringen. würde ich sagen, holen wir jetzt nochmal ein bisschen Holz. Ah, ich habe das so in einem Ding gemacht. Krass. Okay. Okay. Also jetzt Fazit. Ich muss sagen, ich fand es gar nicht so schlecht. Ich hatte es irgendwie richtig schlecht in Erinnerung. So richtig noobig, fremdschämend, sag ich jetzt mal. So ein bisschen cringe. Klar, es waren teilweise Momente, wo ich mir denke, okay, Marcel, wieso machst du jetzt so ein Geräusch? Aber mein Gott, manchmal ist man halt so ein bisschen. Also ich war da happy, ich habe das Spiel gespielt, ich habe ein bisschen was gecuttet, hab's erklärt, hab die Map aber nicht gekannt, das war trotzdem blind. Ja. Klar, es war nicht so was Besonderes, es hätte jeder machen können, sage ich jetzt mal. Deswegen, also ich wollte immer eher besondere Sachen machen, so Sachen zeigen und bla, was jetzt nicht jeder machen kann. Habe ich ja dann später bei Ark gecheckt, dass ich eher die Tames zeigen sollte, obwohl selbst das nicht mehr so viel Aufrufe leider hat, wie ich es mir damals erhofft habe, dafür, wie viel Arbeit ich da eigentlich für mich so damals so allein reingesteckt habe. Aber trotzdem bin ich weiterhin auf die meisten Ark-Videos. Ich würde nicht direkt stolz sagen, aber ich finde es gut, dass ich sie gemacht habe, weil sie haben mir sehr viel Spaß gemacht, wisst ihr? Das weiß ich noch mit dem Cutten. Da kann ich schon sagen, ich habe schon mal gecuttet und bla. Klar, ein bisschen kitschiger, was weiß ich. Ich habe sogar hier geschrieben, wie ich bei 14:10 einfach den Dilo erstmal nicht sehe und dann auch noch ihn beim Craften höre und ihn immer noch nicht bemerkt habe. Ja, das stimmt. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Also ich kann jetzt gar nicht viel sagen. Also, so wenn ich so wie bei The Game eben sagen müsste, ich habe es mir schlimmer eben wieder vorgestellt, als es eigentlich war. Und in dem Fall habe ich wirklich kaum negative Punkte zu melden. Bis auf Grafik ist halt nicht top. Aber mein Gott, wisst ihr, das. Ich weiß gar nicht, ab wann bei Ark bei mir die Grafik sich gebessert hat. Habe ich das überhaupt? Hatte ich überhaupt so einen Moment, wo die Grafik besser wurde? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass viele Videos leider geclaimed wurden, weil ich manchmal auch Musik benutzt habe, die ich ganz witzig fand. So ein Wake Me Up habe ich mal gemacht. Also das habe ich mal im Radio gehört und fand ich total lustig. Aber das ist komplett geclaimed worden. Aber das Giga-Video existiert trotzdem noch. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Also, wie soll ich sagen, das mit den Reactions finde ich echt cool. Beziehungsweise mit dem Kommentar und so und Fazit und das alte Zeug nochmal wiederbeleben. Ark, echt geil. Ich kann schon verstehen, wieso viele sich das wieder wünschen, aber in solch einer Größe werde ich es heutzutage zwar schaffen können, aber dann könnte ich nicht die anderen Formate so bringen. Da reicht mir die Zeit leider nicht, Leute. Sorry. Na gut. Ich merke, dass der Banner wieder ein bisschen, also der Rahmen ein bisschen schief ist. Da muss ich irgendwie was machen. Generell, Thumbnails sind auch super hässlich, Leute. Vielleicht werde ich sie irgendwann später mal ein bisschen verändern, weil ich bin mit denen echt nicht zufrieden. Aber aktuell muss es leider so bleiben. Ich bin da sehr, sehr, sage ich jetzt mal, unbeholfen, was Thumbnails angeht. Vielleicht kann mir da einer von euch helfen. Dann könnt ihr euch mal melden. Ja, egal. So, ich mach's selber. Bis zum nächsten Mal. Ich fand das Video echt top. Haut doch gerne ein Like raus. Ne? Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne, was ihr noch sehen würdet. Alive hatte ich noch vor. Und vielleicht bei Bribe Incarnation ein älteres Video mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.